diese kulturpolitische Debatte, die Finanzierungsdebatte fürs Theater, haben wir aufgenommen in der Beggars Opera. Das ist ja bei Gay und Pepusch damals auch schon gewesen, eine Theater-auf-dem-Theater-Situation. Schauspieler und Bettler, die quasi aus den Rollen heraustretend über ihre Lebensumstände auch debattieren. Und dieses Vorbild haben wir also aufgenommen. Und in der Beggars Opera karikieren wir und kommentieren wir im Moment auch die kulturpolitischen Zustände. Und am Schluss fährt das Ensemble halt gemeinsam in die neue Welt, um die zu entdecken und eben um zu spielen. '28 war die Beggars Opera ein riesiger Erfolg von John Gay und Christoph Pepusch und man hat sich damals entschlossen, eine Fortsetzung zu machen. Und das ist dann die Polly geworden, die allerdings damals zur Entstehungszeit verboten wurde von der Zensur, weil sie dann doch zu kritisch, zu satirisch, zu bissig und spitz auf die Zeitläufe reagiert hat, auf die politischen Verwerfungen, auf ökonomische Krisen und auf deren Protagonisten. Und das war der damaligen Zensur dann doch nicht recht. Ich bin deine Frau und ich tue das nicht. Besser wäre es, wenn mein Mann mich liebt, sobald er mich von Ferne sieht. Doch wenn er dir erzählt, ja, ich nicht. Besser wäre es, ich tue das nicht. Und Brecht und Weil haben diese Polly auf jeden Fall gekannt, das merkt man der Drei-Groschen-Oper an. Denn die Polly spielt in der Südsee. Und daher kommt natürlich der Haifisch mit den Zähnen, daher kommt die Seeräuber-Jenny. Es ist ein großes Unterhaltungstheater und sehr, sehr abwechslungsreich, sehr bunt, sehr prall, mit toller Musik. Und ich glaube, dass uns da eine Fassung gelungen ist, die die Beggars Opera sehr, sehr bildkräftig fortsetzt. Alles gut.